Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Homefront The Revolution. Ich bin ein bisschen... ich muss es kurz erzählen. Ich stand hier gerade, habe das Spiel quasi geladen und auf einmal tauchte hier so quasi innerhalb der Urhöhe ein Kopf auf und er schwebte in der Luft. Leider hatte ich dato noch nicht die Aufnahme gestartet. Es sah sehr lustig aus. Nur ein Spiel. Für mich geht es um Leben und Tod. Ja. Es sah sehr lustig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Homefront, einer weiteren Folge. Es ist so warm. Es ist wirklich so... Alter... Wird noch ordentlich in den Hallo. Arsch treten. Hallo, ja. Lass mich doch mal durch. Es ist so warm. Ich nehme das an einem Sonntag auf, an dem 28. August. Und es ist so... Alter, es ist so warm. Es ist... Gefühlt 1000 Grad sind es hier drin. Ja. Was wollte ich sagen? Ich bin so ein bisschen in der Vorproduktion, was Homefront angeht. Heute wird auch gestreamt, heute am Sonntag und halala und gut. Weiß nicht, wird dich ja sowieso nicht betreffen jetzt momentan auf YouTube, weil wenn die Folge rauskommt, dann ist das schon alles gelaufen. Bin nebenbei... Alter. Was ist denn? Ich möchte ein paar Folgen im Voraus produzieren, weil ich habe ja, wie gesagt, so viele Projekte laufen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich etwas übernommen. Aber, ja gut. Achtung, räumen Sie die Straßen. Was ist denn da? Achtung, räumen Sie die Straßen. Was? Was machen die? War ich nicht. Aua. Der hat den anderen umgebracht. Ich habe ihm geholfen. Oder zumindest nicht geholfen. Oh, Alter, was? Wieso? Das Spiel steht. Du hast es geschafft! Die Leute sind wirklich aufgebracht! Jetzt musst du nur noch das Zeichen geben. Dann kann die KVA ihr blaues Wunder erleben. Ja, ich muss mich aber erst im Klo verstecken. Okay, da hat der Flexi ja in den vorigen Folgen ja ein bisschen was getan. Stimmt ja, wir haben ja fast 100% gehabt. Und, hat er sonst noch irgendwas gemacht? Ich muss gleich mal mein Inventar gucken. Apropos, was ich sagen wollte, man mag es nicht, wenn man mehrere Projekte laufen hat, weil ich will ja unbedingt auch generell auch fertig werden mit einigen Projekten, weil ja auch demnächst Bioshock losgeht und die Horrorspiele kommen ja auch noch. Eieiei. Und was ich sagen wollte, wenn man so viele Spiele auf einmal spielt, ihr dürft mir das nicht übel nehmen, wenn ich die Steuerung mal nicht kann. Guck mal, wie er sich freut da hinten. Wenn ich die Steuerung mal total vergesse und verschandle. Es ist keine gute Idee, lang zu laufen, glaube ich. Also bitte habt ein Nachsehen mit mir, ja, weil, wie gesagt, so Order und dann Wimmelbild und dann jetzt hier Homefront, dann spiele ich noch Norman Sky nebenbei, noch auch noch privat. Das ist... Solltest du nicht als... Da war eine Drohne. Dies ist eine Nulltoleranz. So, dann gucken wir mal. Kriminelle Aktivitäten werden sofort strafrechtlich verfolgt. Guck mal hier. Auf damit, lass das. Ich wollte ihm nur helfen, ja? Also was machen wir nicht? Jeder Bürger, der öffentliches Eigentum beschädigt, wird vor Ort verhaftet. Ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt anstand. Hatten wir schon den Goliath hatten wir noch nicht, ne? Den müssen wir noch holen, glaube ich. Ich glaube, der Goliath, der war noch... Alter, wo muss ich denn hin? Hallo? Nein, lass das. Bürger lass mich, lass mich. Bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie ciao. Wir müssen etwas tun. Alter, ich muss hier weg. Ich muss definitiv hier weg. Oh, warte mal. Hier ist ein Radio. Ich höre ein Radio. Ich habe ja gesagt, ich will die Radios nicht mehr öffnen. Oder zumindest, wenn es auf dem Weg liegt, ne? Warum nicht? Die Frage ist, Alter, ich drück schon wieder R3. Bei No Man's Sky ist es ja Rennen. Habe ich ja schon mal erzählt. Wie komme ich denn bitte da auf das Gebäude? Friedensrichter werden hier vielleicht vor Ort verhaften, der bei der Beschädigung Hallo? Öffentlichen Eigentums Was ist los? Ich würde ja gern helfen, aber ich bin beschäftigt. Oh ja, ich sehe, wie beschäftigt du bist. Einfach mal gegen die Tür laufen. Solltest ist eine ganz du nicht tolle arbeiten? Beschäftigung. Ist eine ganz tolle Beschäftigung, die du hast. Die mache ich auch morgens immer, wenn ich aufstehe. Laufe ich erstmal so ich zwei Stunden vor dem. Ich werde dich melden, das schwöre ich.
Aha. Sieh erstmal zu, dass du aus deiner Tür rauskommst. Hey, komm schon, verpiss dich. Leute wie du sind einfach Abschaum. Mhm, ist klar. Du alten Türfetischist. So, Dafür wurden wir nicht. Ja, dafür wurden wir nicht bezahlt. Bürger von Philadelphia. Bürger retten habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ich würde gerne. Komm ich denn? Komm ich hier? Ah, Tatsache, ich komme hier rauf. Ist vielleicht das. So, ich hoffe, das Radio ist hier drin. Hallo? Wieso komme ich? Die haben es, glaube ich, gesehen, ne? Ja, na, ganz toll. Kann die Matratze durchsuchen? Ah, hier ist das Radio. Jawohl. Yeah, yeah, yeah. 6 von 10. Hey, Alter. Warte mal eben. Wir haben alle schreckliche Dinge. Warte mal eben. 7, 8, 9, 10. Sollen wir die Radios noch eben holen, weil dann haben wir sie. 2 von 5 Fahrzeugen. Ich frage mich, warum das noch rot ist. Wir haben doch eigentlich soweit das Areal auch schon wieder geklärt, oder? Oder bin ich da irgendwie falsch im Bilde? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich bin mir sicher, jeder, der hier zuhört, hat Dinge gesehen. Ja, ich hab auch. Ist der Typ noch? Ah, der Typ hat. Der hat's geschafft. Ich weiß nicht wie, aber er hat's geschafft. Ich glaube, er ist vom Widerstand. Pass auf, das sind verfluchte Wahnsinnige. Ja, ich bin wahnsinnig. Ich vor allen Dingen. So, warte mal, hier ist noch ein Radio, ne? Ist das hier im Gebäude? Ich sehe nichts. Muss mal eben Licht anmachen. Hä? Sollen die es... Natürlich. Warum kann das Radio nicht einfach mal in der unteren Etage sein? Nein, es muss immer oben sein. Ja, ich muss da unter die Kamera. Na, was geht? Hi. Wolltest du etwas? Nö. Ich wollte nur mal kurz vorbeischauen und Hallo sagen. Komm, was eine dämliche Drohne fliegt erstmal gegen die Kamera. Dass wir sehen, wie dumm die ist. So. Nein, das war falsch. Ich muss weiter höher, glaube ich. Ja. Ich muss weiter höher, Freunde. Das ist auch ein geiles Deutsch. Hallo? Huh! Was macht denn hier? Wieso? Der klettert nicht in das Fenster rein, Alter. Ich hab gedacht, ich glitsch jetzt irgendwie zwischen Fenster und Hauswand. Wo ist denn das? Natürlich! Das Kissen ist gerade dahin geflogen. Ich dachte schon. Nicht an den Nox, so hasse es dir verhalten gegenüber unserem. So, startet den Aufstand gegen die KVA über das Radio im Unterschlupf. Wieso komme ich denn nicht mehr durchs Fenster? Habe ich zugenommen? Ich meine, in einer Folge habe ich das, glaube ich, schon gesagt. Ne? Ich habe ein bisschen zugenommen. Also jetzt im Spiel. Weißt du was? Ich hole die Radios jetzt. Ich glaube, wir haben sogar neue, SMS, wenn ich das richtig sehe, oder? Kann das sein? Tatsache von Brunette. Zuallererst müssen wir uns um die Bewohner Philadelphias kümmern. Vergiss das nicht, Brady. Burnett. Und Crawford hat auch geschrieben, das ist er nicht. Brady, such weiter. Achso, das war... Ach, jetzt entsinne ich mich wieder. Das war... hallo? Wieso steht da noch eins? Wir haben es doch gelesen. Vor einer Stunde? Vor 150 Stunden? Oder dies ist ein Stunden? Befehl der KVA. Unterlassen Sie sofort jegliches ungezogenes Verhalten und kehren Sie nach Hause zurück. Ah, der Widerstand braucht mehr Leute wie dich, Brady. Leute, die keine Angst haben zu tun, was getan werden muss. Und die verstehen, wofür wir kämpfen. Aber wieso ist denn immer noch nur eins? Wieso kriege ich die SMS nicht weg? Ich verstehe es nicht. Ist das ein Bug jetzt, oder? Ich glaube, das ist ein Bug, ne? Kann das sein? Weil ich kriege die SMS nicht mehr. Naja, gut, egal. Was wollte ich gesagt haben? Was wollte ich? Über irgendwas wollte ich gesagt haben. Ich hab's vergessen. Fällt mir bestimmt wieder ein. So, dann gucken wir mal. Es folgt eine sofortige Sperre der Rationskarten und eine mögliche Aufnahme im Schulungszentrum. Steck die Waffe weg, bist du bescheuert, Alter. Hallo? Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Vorfall in Ihrem Bereich. Friedenswächter werden sich der Sache. Da kann ich hier noch ein bisschen sammeln.
toll. Weil sie sind zig Rechner am liegen und ich kann gerade mal 3 looten. Ganz toll. Lass uns mal die Radios machen. Bleiben Sie ruhig. Es gab voll, weitergehen so. Hallo. Ja, ja. Uah, da laufen welche. Ah, dann läuft der hinterher. Deswegen Walker hat die goldene Regel vergessen. Ja, du kannst dich spielen. Auf niemanden verlassen. Dich auf dieser Welt alleine zu. Ich frage mich. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Vorfall in Ihrem Bereich. Oh nein. Oh, dieses Roboter-Ding in der... Alter, jetzt kommt er hier lang gefahren, ne? Ich hab's gewusst. Ach komm, das ist doch lächerlich. Weißt du, was scheiße war doch das Radio? So. Hier. Kann ich auch den Weg rum machen. Aber dass ich die, Wegpunkt sichert, okay. Aber dass ich die SMS nicht lesen kann, ist ein bisschen merkwürdig. Ja gut, das Spiel ist nicht ganz bugfrei, das stimmt schon, aber, so. Ich sollte mich beeilen. Hallo. Ich darf nicht wieder zu spät zur Arbeit kommen. Hallo, ist, achso, wir müssen ja nach unten, ne, stimmt ja. Oh geil, was haben wir hier? Gesundheitskit. Sonst irgendwas? Die Musik auf der Straße. Ich höre ein Radio. Hier ist eine Krücke, eine Autobatterie. Das Radio ist, glaube ich, oben. Hier ist ein Krankenwagen. Ah, hier, guck mal an. So, Ausrüstung. Verbrauchsartikel. Okay, wir haben alles soweit. Chemikalien, Batterien. Ja, Treibelangungspulver können wir alles kaufen. 6, lass es mal. Kleidung. Knieschoner, 50% schnellere Duckgeschwindigkeit und 30% erhöhte Rutschreichweite. 500, komm, können wir mal investieren. Taschendieb, finde bei einem Takedown automatisch. Ach so, automatisch ausgeraubt. Was haben wir hier? Magazintaschen, Bungee-Cover. 15% schnelles Nachladen für alle Waffen. Das klingt spannend. Leichter Gurt, 25% schnellere Bewegungsgeschwindigkeit. Kostet 2000. Ja, nimm mal mit. Kompositspritze. 50% schnellere Heilung durch Gesundheitskit. Ja. So. Alter, wir haben fast alles schon, ne? Krass. Equipment. Ach, hier hat der Flex aus der letzten Folge alles gekauft. Ach, stimmt, ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen. Oh, der ist ja nett. Er hat uns alles gekauft. Cool. Geil. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition. Warte, ich trinke nochmal einen Schluck. Alter, es ist so mega warm. Es ist so abnormal mega warm. So, hier gibt's Gesundheit. Keine Vorräte, kein Werk. Tu es, Brady. So können wir natürlich tu es. Cool, Brady, du hast es geschafft. Die Zivilisten wehren sich gegen die KVA und sorgen für Chaos auf den Straßen. Sieht so aus, als ob eine größere Gruppe der Polizeistation ziemlich zugesetzt hätte. Geh dorthin und sieh nach, ob du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Bett. Geh zur Polizeistation und hol dir die Pläne. Die KVA hat mit den zivilen Unruhen alle Hände voll zu tun. Das ist deine beste Chance, reinzukommen. Ich war jetzt total überrascht, dass jetzt so ein Video kam. Es war ja die ganze Zeit eigentlich immer, war ja nie wirklich so ein Video gewesen, ne? Ach stimmt, wir haben ja noch so Jobs nebenbei, die haben wir ja auch noch laufen. Ich müsste mal gucken, warte mal, wo sind denn diese... Ist das hier mit den Missionen und den Jobs? Ja, Jobs, was haben wir denn hier alles noch? Mache Fotos von Drohnenabschussgeräten. Okay. Fotografiere Zivilisten. Das können wir gleich mal machen, die Hoffnung. Töte KVA-Einheiten mit der Armbrust. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Und Fernkampf. Töte Scharfschützen mit dem Präzisionsgewehr. Mhm. Können wir machen, hier einfach mal ein paar Zivilisten fotografieren. Muss in Wirklichkeit muss das auch mal machen. Kommt bestimmt gut.
So, und Fotos von den Drohnenabschussgeräten. Keine Ahnung, welche das sind. Ich bin mir da nicht ganz sicher. So, machen wir mal ein paar Fotos von Zivilisten. Ah, es ist Nacht geworden. Ist natürlich super. Hier ist auch voll der Aufstand gerade. Warte mal. So, kann ich hier fotografieren? Das geht nicht. Warum? Kann ich zoomen? Das ist doch eine Zivilistin, oder? Oder bin ich jetzt... Oder ist es keine Zivilistin? Hallo? Spring doch. Ich würde gerne Fotos machen. Ich bin voll lieber... Aua, Alter. Hau mich doch nicht. Ich kann von der kein Foto machen. Warum? Oder hier vielleicht von den Jungs? Ah, Tatsache. 9 von 20. Willst du mich verarschen? 10 von 20. Wieso kann ich... Ich muss die wahrscheinlich alle von vorne fotografieren, kann das sein? Ja, guck mich an. Hallo. Wieso geht das nicht? 14 von 20? Na. Was machen die da alle? Wieso stehen die alle in der Ecke? Komm, wir machen ein Gruppenfoto. Ach, die wollen alle, dass ich ein Gruppenfoto mache. Ach so. Ja, das ist ja geil. Warte, ich stelle mich hier oben hin. Warte. So, Gruppenfoto. Alle bitte recht freundlich und lächeln. Geht das ein bisschen freundlicher da rechts? Guckt so ein bisschen verdutzt. So, ja, danke schön, sehr schön. Sehr aufmerksam von euch, dass ihr euch hier so schön in die Reihe stellt, neben den Mülleimern. Ist übrigens auch ein super Bewerbungsfoto. So, habe ich die schon? Weiß ich nicht. Habe ich ihn da hinten schon, der mit dem Glatzkopf, der kann Schneeflocken fallen hören? Ja, habe ich schon. Voll geil, dass sie sich so jetzt hier in die Reihe hinstellen. Ja, guck mich an, genau. Guck mich an. Hier, Foto. Und einmal Cheese bitte sagen. So, haben wir ihn schon? Er dreht sich. Er braucht nichts. Freunde, hört mir zu. Wir machen heute ein Foto. Und dieses Foto lade ich hoch auf Facebook. Ohne eure Genehmigung. So, wer? Da fehlt noch jemand. Wen haben wir denn noch nicht fotografiert? Was ist mit ihm hier? Sieht aus wie einer... Hier, guckt. Hallo, wollen Sie nicht ein Foto machen? Voll die Demo hier. Alter. Warte mal, warte mal, geht das, wenn ich mich hier so hinstelle? Warte mal, wie sieht denn das? Komm ich hier rauf auf diese Regenschirm? Oder diesen Sonnenschirm? Schade. Hallo? Warte mal. Hallo, spring doch. Wieso springt er nicht darüber? Wie geil, wie die sich einfach da hinstellen. Ich find das total geil gerade. Ich feiere das ein bisschen. So, warte mal. Geht das? Ja. Liebe Freunde, ich mache jetzt erstmal Licht an. Wartet mal. Liebe Freunde, liebe Bürger. Ich bin der neue Präsident von Philadelphia. Und mein Slogan lautet: Schön Streichzeit. So, Habe ich denn jetzt alle fotografiert, Alter? Das ist so geil. Habe ich anscheinend schon. Ich brauche nur noch einen. Hallo. Habe ich schon. Yeah. $150. Toll. Das bringt da echt viel. So, Fotosession vorbei. Könnte auf Facebook dann nachgucken. Boah, ist das laut gerade. Wo kommt der denn her? Okay. Alter, ist das laut. Brady, ich habe das Goliath-Gehirn geknackt. Ich konnte seinen Programmcode entschlüsseln und mein eigenes Betriebssystem schreiben. Geil. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann es kaum erwarten. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Ever Ende. Warte mal, wir wollen was ausprobieren. Habe ich das zerstört oder nicht? Lalalala. Da ist übrigens ein Fahrzeug, was wir noch zerstören müssen, glaube ich, ne? Na, Jockey, sind wir da! Aua, lass das.
Lass das. Lass das. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ob das geht. Warte mal, ich kann mich doch irgendwo hier verstecken, ne? War das nicht irgendwo hier? Hier. Alter, boah. Bisschen Stress nochmal machen. Ich glaube, so langsam hat sich's abgekühlt. Oh, und hier ist ein Radio. Oh, wie geil. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind, können wir das Radio auch mitnehmen. Die Frage ist nur, wo ist das? Das ist wahrscheinlich oben, ne? So wie ich mein Glück wieder kenne, ist das wahrscheinlich oben. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Die Frage ist nur, wie komme ich nach oben? Ja, genau. Hau du mal auf die Flagge. Böse Flagge. Böse Flagge. Böse Flagge. Alles okay? Wir kämpfen für das, was uns gehört. Sie haut erstmal sich mal auf die Flagge. Guck mal, da oben brennt es, Alter. Wie komme ich denn bitte... Ah, warte mal. Ah, hier. Ist überhaupt nicht auffällig, einfach mal so eine Feuerleiter. Was ist denn heute los? So eine Feuerleiter zu nehmen und darauf zu klettern. Als würde ich sagen, oh, das ist normal. Das Normalste von der Welt. So. Alter, boah, ist das ruhig. Manchmal ist es doch schon sehr laut, das Spiel. Aber gut. Mir ist sowieso aufgefallen, dass teilweise manchmal die Videos sehr leise sind und ich sehr laut. Deswegen habe ich das so ein bisschen, mal ein bisschen anders gepegelt jetzt. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und ein Radio! Mein guter Freund und wegen eurer Poetik gesprochen. 8 von 10, guck mal einer an.